Hallo Menschen, heute kommt meine Rezension zu Der Russe ist einer, der Birken liebt von Olga Krasnova. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Hier folgen wir der jungen Frau Mascha, die ursprünglich aus Aserbaidschan kommt und in ihrer Kindheit zusammen mit ihren Eltern nach Deutschland emigrierte. Übrigens mal wieder eine totale politische Wissenslücke, die sich da für mich auftat. Ich las zwar in letzter Zeit einiges so über Armenien, aber über diesen absoluten Konflikt, der letztlich auch in ein Abschlachten ausartete zwischen Armenien und Aserbaidschan und dann spielten auch noch einige andere Parteien eine Rolle, habe ich bisher noch nichts gewusst. Ich meine, gut, als das Ganze tatsächlich geschah, war ich nicht existent bis hin zu ungefähr so 3, 4, aber auch im Nachhinein mal wieder nichts davon gehört. Naja, auf jeden Fall zu Beginn des Buches lebt Mascha jetzt nach verschiedenen anderen Partnerschaften zusammen mit dem deutschen Fotografen Elias. Sie selber ist Dolmetscherin, beherrscht, ich glaube, 5 Sprachen fließend und 7 weitere so mehr oder weniger, möchte letztendlich zur UN. Und das ist aber auch nur so der erste Teil und der Grundstein unserer Geschichte ist, kommen noch einige Veränderungen auf uns zu. Die hinter der eigentlichen Geschichte stehenden Themen fand ich alle wirklich interessant. Es geht natürlich in erster Linie erstmal um die Zwischenmenschlichkeit innerhalb dieser Beziehungen zwischen den beiden, allerdings auch zwischen anderen Menschen. Was ich zum Beispiel unglaublich schön finde, ist, dass wir hier mal eine wirklich starke Freundschaft zwischen zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts haben, was so selten ist. Ganz, ganz oft werden Menschen des anderen Geschlechts immer so als absolute romantische Beziehung gesehen und hier haben wir endlich mal ein Gegenbeispiel. Es geht natürlich auch um Kultur allgemein. Ich möchte später noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, aber wir haben hier Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und immer wieder wird mal angesprochen, welche Teile vielleicht aus der Kultur ihrer Eltern sie übernehmen, was sie mit integrieren, was sie nicht annehmen, vielleicht auch an Deutschland und so weiter und so fort. Wirklich viele Beispiele rund um das Thema Kultur. Ein wichtiges Thema ist auch die Vergangenheitsbewältigung. Mascha kommt zum Beispiel aus einer jüdischen Familie. Ihre Großmutter ist Holocaust-Überlebende und für so eine Familie war es am Anfang zum Beispiel ein Unding, oder das wurde gar nicht so richtig in Betracht gezogen, nach Deutschland auszuwandern, obwohl sie es ja letztendlich getan haben. Und auch, wie gesagt, dieser Krieg rund um die Region Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan ist etwas, was Mascha natürlich noch unglaublich bewegt. Ich möchte euch dazu ein Zitat vorlesen. Sie hat wohl mit Elias schon sehr, sehr oft darüber geredet. Er möchte immer gerne wissen, was wirklich passiert ist. Ich meine, er kann die Wikipedia-Seite lesen, aber er möchte wissen, was Mascha in dieser Zeit erlebt hat und sie sträubt sich darüber zu reden. Und dann steht in diesem Buch, er dachte, ich würde ihm nicht vertrauen. Aber ich war einfach der Meinung, dass dies keine Rolle für uns spielte. Ich wollte nicht, dass ein Genozid nötig ist, um mich zu verstehen. Was ein großartiger, ein absolut einschneidender Satz ist, meiner Meinung nach. Daraus hört man auch schon, dass es hier durchaus auch darum geht, wie man mit einem Trauma, beziehungsweise später so allgemein Trauer, leben kann. Es gibt neben Mascha noch einige andere Personen, die über ein Erlebnis in ihrer Vergangenheit nicht sehr gerne reden. Und allgemein geht es hier um wirklich große Hoffnungen und dann andererseits so dieses stundenlange Sitzen und Warten auf dem Ausländeramt. Es gibt hier zum Beispiel eine großartige Szene, wo Mascha ihren Eltern übersetzen muss, dass ihre Lehrerin denen gerade klar machen will, dass Maschas Deutschkenntnisse nicht gut genug sind, um auf das Gymnasium zu gehen. Solche Sachen. Und letztlich dreht sich das alles so ein bisschen um die Frage nach dem Sesshaftwerden, ob das überhaupt ein wünschenswerter Zustand ist, ob nicht vielleicht gerade diese junge Generation, die irgendwo geboren wurde, woanders aufwächst, irgendwo studiert und dann am Ende in Flugzeugen zu ihren jeweiligen Jobs zu fliegen, auch ein neuer Lebensentwurf sein kann und ob es nicht immer so um Heimat überhaupt gehen muss. Also tolle Themen, wirklich interessant. Und eines der vielen Dinge, die ich in diesem Buch dann mag, ist der Fakt, dass diese jungen Charaktere niemals zum Klischee werden. Also es ist nie so, dass man sagen kann, ah, okay, der eine Freund von Mascha, das ist der Araber jetzt und sie selber ist die Jüdin. Sondern es sind wirklich alles Individuen mit einem vielschichtigen Charakter und auch alle unterschiedlichen Zielen. Und das Schöne ist, dass das Ganze dann auch oft mit von ihnen selber mit Ironie betrachtet wird. Ich möchte euch 2 Beispiele vorlesen. Mascha kennt zum Beispiel auch so einen jungen Deutschen, der wahrscheinlich noch nie irgendwie überhaupt mal im Ausland unterwegs war, aber sich immer mit Mascha so darüber unterhält, was eben die Juden so machen. Oder wenn im Fernsehen was kommt, dass Israel sich jetzt da und dafür entschieden hat, kommt er immer zu Mascha und sagt, ja, ich unterstütze euch ja. Und sie versucht ihm immer klarzumachen, dass sie nicht Israel ist und hat ihm deswegen auch schon mal einen Zahn ausgeschlagen. Aber er kommt immer wieder zurück und redet mit Mascha eben so über Israel. Und sie drückt das so aus,
Seit ihm ein Zahn fehlte, behandelte er mich als seinen persönlichen Teddy-Juden. Mein einziger Makel war, dass ich nicht geradewegs aus einem deutschen Konzentrationslager kam. Und vielleicht gerade so als Deutscher, wenn man das liest, denkt man sich erstmal so, wow. Aber so betrachten die sich immer wieder selber. Also es ist so, eine absolute, so ein absolutes ironisches Selbstbewusstsein. Was ich auch noch an einem anderen Beispiel zeigen möchte, sie ist dann später mal in Israel mit Uri, den sie schon kennt, und sie reden aber gerade mit jemandem, den sie noch nicht kennen, der von ihr nur weiß, dass sie aus Deutschland kommt, nicht, dass sie auch Jüdin ist. Und er sagt dann so ein bisschen angriffslustig, wissen Sie denn, wie lange mein Großvater auf seine Wiedergutmachung aus Deutschland warten musste? Und Uri schreitet ein und sagt so, Junge, das funktioniert bei ihr nicht. Ihre Großmutter ist sogar Holocaust-Überlebende. Und Mascha reagiert halt so ein bisschen, ey, Uri, warum erzählst du das jetzt? Und seine Antwort ist, was denn? Wenn wir schon Juden-Monopoly spielen, dann wenigstens richtig. Und ich liebe die Art und Weise, wie sie über sich selber erzählen und wie sie miteinander umgehen. Das ist so ganz natürlich und keinen kann man in irgendeine Schublade stecken. Selbst wenn man denkt so, ah ja, der Türke, der reagiert jetzt so und so, dann passiert das eigentlich nie in dieser Art und Weise. An der Stelle eigentlich auch so die einzige Kritik, die ich an dem Buch üben würde. Elias Eltern. Die sind meiner Meinung nach doch so ein bisschen die klischeehaften Ossis. Also sie werden halt auch schon so beschrieben mit ihrer Biedermeier-Einrichtung und die Mutter ist so, ein bisschen kuschend. Der Vater hat so diese Art gesellschaftlich akzeptierten Alkoholismus, das heißt, er ist noch nicht eingewiesen worden, ist aber definitiv alkoholkrank und beide sind halt so ein bisschen, wenn man, ich weiß nicht, wenn man sich mir vorstelle, wie die aussehen, so der Vater mit einem Schnauzer, Mutter vielleicht in Abständen sogar eine Schürze dran, so werden die ein bisschen beschrieben. Ja, was mir halt schon ein bisschen aufgefallen ist, aber da die zwei meiner Meinung nach sogar wirklich sehr kleine Nebencharaktere sind, also es definitiv eher um diese junge Generation geht, konnte ich das noch so verschmerzen. Ich hatte die ganze Rezension jetzt eigentlich schon zu Ende gesprochen und aus dem Nachhinein gemerkt, dass sich die Kamera einfach ausgeschaltet hat. Die Speicherkarte ist nicht voll, der Akku ist geladen, ich weiß nicht warum, egal. Auf jeden Fall, die Sprache in diesem Buch ist, was ja recht typisch so für junge deutsche Gegenwartsliteratur ist, sehr, sehr distanziert bis hin zu lakonisch manchmal. Ich möchte euch ein wunderbares Beispiel vorlesen. Wir haben es ganz oft, dass ganze Absätze mit so einem kurzen, bissigen Satz nochmal beendet werden. Und hier erfahren wir sogar ein ganzes Kapitel lang, was eben mit Mascha damals passiert ist während dieses Krieges, was sie vielleicht gesehen hat, was ihre Eltern auch versucht haben, vor ihr zu verstecken, wer in ihrem Bekanntenkreis gestorben ist und dann auch die Überlegungen eben einer jüdischen Familie nach Deutschland auszuwandern. Das ist wirklich seitenweise lange Erfahrungen, die sie gemacht hat und das Ganze wird beendet mit zwei Sätzen. 1996 waren wir in Deutschland. 1997 dachte ich zum ersten Mal über Selbstmord nach. Und so haben wir das ganz oft. Da endet der Absatz, im nächsten geht dann etwas anderes weiter und das ist einfach nur noch so ein kleiner Satz am Ende, der uns absolut aufhorchen lässt, den man auch nicht ignorieren kann. Und was ich noch erwähnen möchte, manchmal, wenn in Deutschland geborene Autoren über andere Länder schreiben, dann kommt sehr, sehr oft und sehr schnell so ein verklärender Blick über dieses fantastische fremde Land auf. Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall, egal in welche Richtung. Egal, ob man sagt, dass jemand, der in Aserbaidschan geboren ist, über Deutschland schreibt oder dann, ob jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, über Israel schreibt. Die Rezension in der Zeit beschreibt dieses Buch als anti-folkloristisch und anti-larmoyant, was es perfekt trifft. Es gibt hier keinerlei irgendwie ethnische Verklärung. Also auch wenn Mascha dann später in Israel ist, ist es nicht irgend sowas wie, ach ja, jetzt fühle ich mich endlich angekommen, sondern ganz im Gegenteil. Die ganzen Beschreibungen sind sehr, sehr nüchtern und auch so selbstverständlich. Also ganz oft hat man das Gefühl, dass sie halt einfach so durch die Welt gehen mit dem Motto, so ist es halt, so sind wir halt. Also es gibt auch keinerlei Beschreibungen in die Richtung so, ach Gott, ja, wir armen Migrantenkinder und uns geht's so schlecht, sondern die nehmen das hin und die machen was draus und es sind wirklich alles Menschen, die in Leben gelebt haben, was mir unglaublich gut gefällt. Und insofern bekommt das Buch von mir eine absolute Empfehlung. Natürlich muss man sagen, dass es für Menschen, die überhaupt nichts mit Gegenwartsliteratur anfangen können, nichts ist, aber selbst ich, die, wie ihr ja wisst, gerne Science Fiction liest, war von diesem Buch absolut überzeugt, was in erster Linie an der Erzählweise und der Sprache liegt, aber auch eben an der Art und Weise, wie die Personen sind. Es sind eben keine flachen Charaktere, sondern wirkliche Menschen. Und insofern kann ich es nur empfehlen.
Ich würde gerne wissen, wer von euch das gelesen hat und auch mochte oder was ihr daran mochtet. Ich habe schon von First Hand gehört, dass ihr zweiter Roman leider nicht so gut sein soll, was ich sehr schade finde, denn so wie dieses Buch war, hatte ich gedacht, das ist vielleicht so eine Autorin, von der ich jetzt wahrscheinlich jedes Buch kaufen werde. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob das Neuere schon als Taschenbuch raus ist. Das hier hat mich absolut überzeugt und ich kann es nur empfehlen. Und dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut!